Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem normalen, neuen Familienalltag. Ich nehme mich heute mal wieder mit durch unseren Tag und ich freue mich sehr und bin gespannt, was wir so erleben zusammen. Erstmal vorab, wir hatten die schlimmste Nacht seit langem hinter uns. Also die beiden Kinder waren die ganze Zeit wach gefühlt und es war wirklich, ja, nicht so angenehm. Und jetzt werde ich auch schon wieder gerufen, denn die Mädels haben Hunger. Das heißt, ich werde jetzt als erstes Frühstück machen. So, einmal die Lage gecheckt. Alles okay? Es ist noch alles okay. Genau, Lia ist ein bisschen am Kränkeln. Ich muss gleich nochmal Fieber messen bei ihr. Ist nämlich ein bisschen warm an der Stirn. Genau, lass ja mal schauen. Und ich habe euch noch gar nicht unsere Küche gezeigt, ne? Aber das muss ich ja nochmal schnell machen. Wir haben ja die Küche renoviert. Und das wisst ihr ja noch gar nicht. Zeige ich euch. Kennen ja eventuell die Küche, als sie grün war. Genau, wir hatten ja hier so einen dunkelgrünen Farbstreifen durch. Und das hat mir überhaupt gar nicht mehr gefallen. Deswegen haben wir das verändert. Und schaut mal, wir haben jetzt hier so ein richtig schönes Fliederlila. Die Dunstabzugshaube kennen auch wahrscheinlich die meisten nicht. Die ist auch neu. Hier haben wir noch so ein bisschen Deko. Und wir haben auch hier so eine Plexiglasscheibe angebracht, weil wir hatten ja hier mal ganz starke Fettflecken. Und damit das nicht mehr passiert, haben wir die auch angebracht. Die mussten wir hier so richtig ganz fein ausschneiden, damit auch alles passt mit den Balken. Genau, und hier hinten haben wir auch alles neu gemacht. Da stand ja eigentlich ein Tisch. Den haben wir komplett weggetan. Und dann haben wir auch hier so einen lila Streifen gemacht und so einen neuen Schrank für so Getränke und Pfand und sowas. Die Bilder kennt ihr ja und hier auch ein bisschen neue Deko. Finde ich richtig schön. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oh, sollen wir June runterholen? Und genau, in dieser wunderschönen neuen Küche werden wir jetzt kochen. Willst du helfen? Was möchtest du denn hier im Kühlschrank? Gib mir den hier im Kühlschrank. So, ich hoffe, das ist übrigens heute einigermaßen spannend für euch. Es ist halt ein wirklich normaler Alltag von mir, außer dass Lia im Kindergarten ist. Also eigentlich wäre sie jetzt im Kindergarten. Was denn? Will mitkommen? Okay, soll mitkommen. Ich bin gespannt, was sie möchte. Ah, du möchtest ein Eis? Nee, Schatzi. Nicht zum Frühstück. Nee, wir machen doch jetzt Brot. Und Weintrauben. Weil ein Eis gibt es nicht zum Frühstück, Schatz. Sag mal. Nein, Eis wollen wir nicht essen. Nein. Nein. Wollen wir lieber ein bisschen Obst essen? Obst. Sie nickt, aber ich weiß ganz genau, sie will kein Obst. Also sie will schon Obst, aber sie will lieber ein Eis. Was möchtest du hier? Nee. Sie weiß genau, wo das Eis ist. Oh, June. Nein, 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 habe ich gesagt. Nein, wir essen zum Frühstück kein Eis. Machst du wieder zu? Mach mal wieder zu, die Tür. Es ist kalt. Es ist kalt. Ja, es ist ganz kalt. Ganz kalt, genau. Schau mal, wie sie saugt. Kind einmal hier hin. Genau, also eigentlich wäre Lia im Kindergarten. Aber weil sie ja erstens die Nacht kaum geschlafen hat und zweitens sie schon in der Nacht leichte erhöhte Temperatur hatte, habe ich dann gesagt, okay, nee, die bleibt zu Hause. Und es ist halt ein bisschen stressiger für mich, weil ich ja den Vormittag, wo sie im Kindergarten ist, eigentlich immer zum Arbeiten verwende. Aber ich schaue mal, jetzt gerade ist sie oben, chillt noch ein bisschen bei uns im großen Bett. Und ich mache jetzt Frühstück für die Mädels. Guck mal, Lia mochte doch gestern beim Frühstück mochte sie doch das hier ganz gerne, ne? Das hier? Das mag sie gerne, ne? Und so eine Wurst auch noch? Ja, das mag sie auch gerne. Und für dich habe ich hier noch sowas. Okay, nee, doch nicht mehr. Dann ein bisschen sowas. Ja. Und sowas? Ja, okay. Gut, dann haben wir doch für dich auch. Zack, zack, zack. So. Rosa für Lia. Blau für June. So, ein paar Tomaten für dich, Schatzi. Und dann schneide ich die noch ein bisschen kleiner für dich. Warte mal. Ah, isst du schon so? Ja, gut. Immer rein in die Rüstung. So, ein Brettchen.
Also Lian ist leider nicht so der Gemüsefan und Obstfan, aber Juni dafür umso mehr. Die isst dafür kein Brot, meistens. So. Jetzt schneiden wir nochmal kurz ein bisschen kleiner. Schätzi. Klasse. Magst du keine Banane? Magst du nicht so gern? Ist nicht schlimm. Aber guck mal, darunter sind noch Weintrauben. Die magst du richtig gern. Ne? Hm. Kids essen. Ich muss mir jetzt unbedingt mal was zu trinken einfüllen hier. Und ich wollte noch was erzählen, und zwar, was heute so ansteht. Also ich werde jetzt gleich erstmal Haushalt machen, das steht jetzt erstmal an. Und dann habe ich heute Nachmittag, beziehungsweise heute Abend mit Felix ein Date, das allererste Date nach der Geburt von beiden Kindern. Genau, das erste Mal, dass wir woanders sind. Und es geht, zeige ich euch. Es geht. Also, ich habe von ihm zum Geburtstag 2020 zwei Konzertkarten bekommen. Die wurden andauernd verschoben wegen Corona. Und tatsächlich haben wir gestern herausgefunden, dass es heute stattfindet. Also sehr spontan. Und es geht zu Joel Brandenstein heute Abend. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr. Und genau, war sehr spontan, dass wir das herausgefunden haben. Und ich finde ein bisschen Schicksal. Du kriegst die Karten nicht. Und ich freue mich. Das erste Mal Mama und Papa alleine. Spannend. Genau, das heißt, die Kinder sind heute Abend bei meiner Schwester. Beziehungsweise meine Schwester ist hier. Damit die Kinder in dem gewohnten Umfeld bleiben und auch gut schlafen können, denke ich mal. Ich hoffe, dass sie dann auch schlafen, weil wir kommen ja wahrscheinlich erst um 24 Uhr oder sowas wieder. Und dann bin ich gespannt. Ich fahre um 18 Uhr hier los, denke ich. Ein bisschen früher, halb sechs wahrscheinlich fahre ich los, dass ich früh genug dann auch da bin. Beziehungsweise hole ich dann Felix von der Arbeit ab und dann fahren wir dort zusammen hin. Das wird schon komisch, also allein die Kinder hier allein zu lassen, das ist schon komisch. Also ich kenne das ja durch die Arbeit. Felix kennt es natürlich auch durch die Arbeit, weil er auch jeden Tag arbeiten ist. Aber ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und berichte euch, wie es dann nachher so abläuft. Fangen wir an hier mit dem Chaos. Haben wir gestern Eis gegessen. So was bleibt denn hier immer gerne liegen. Dann haben wir den, die Kinder oben auch schon wieder. Kinder, ich komme gleich. Socken. Kilian sieht immer ihre Socken auf dem Sofa aus, deswegen liegen überall Kindersocken von ihr rum. So. Ein Pullover, der ist aber noch frisch. Meine Hose ist von gestern, aber die ist frisch. So. So, das ist das schon mal fertig. Die Kinder sind auch fertig mit Frühstücken.
Kann ich das auch gleich nochmal schnell wegräumen? So. Die Spülmaschine war dreckig. Das alles hier noch schnell rein. Zack, zack, zack. Ich kann die Kleider benutzen, das muss da noch nicht rein. So, ihr könnt übrigens mal gerne in die Kommentare schreiben, was euch so gefällt beim Vlogs, damit ich weiß, was ich ungefähr einbauen muss. Das wäre noch ganz gut zu wissen. Achso, die können noch rein. Schaut hier, passt schon wieder, ne? Ich soll mal einen Zettel da noch wegräumen, da steht aber meine To-Do-Liste drauf, was ich heute noch so machen muss. So. Zack, zack, zack. Pfand kommt da hinten hier in den Schrank, habe ich euch ja gesagt. Zack, super praktisch. So, und die hier können noch. Ah. Die Nachbarn haben Besuch. Ich kann auch schnell hier rein in die Spülmaschine. So. Dann werde ich jetzt mal kurz den Hühler ausleeren, das Wasser. Und mal gucken, was die Kids oben machen. Und dann kann ich das Video drehen. Übrigens, falls ihr mehr Infos zu diesem Gerät haben wollt, dann schaut mal in der Infobox. Beziehungsweise bei Instagram. Mein Instagram-Hühler-Account heißt Maggies Allzweckfrosch. Könnt ihr da mal vorbeischauen, da kann ich euch da mehr von dem Gerät erzählen. Das ist einfach Wahnsinn, ich liebe es. So, genau. Die Kinder haben übrigens jetzt auch noch gebadet. Dementsprechend sieht das Badezimmer aus. Das muss also gleich auch noch gemacht werden. Ich werde jetzt erstmal den Kühler ausleeren. Aber wenn ich das immer so sehe, dann würde ich am liebsten meine ganzen Aufgaben über den Haufen schmeißen. Und jetzt am liebsten das Badezimmer putzen. Aber ich muss immer bei meiner Aufgabe bleiben, die ich mir gerade genommen habe. Sonst würde er schnitzt. Deswegen jetzt erstmal Hühler-Time. Fange ich doch schon wieder an aufzuräumen hier. Ich muss aufhören. So, Tag ist leer, weiter geht's. Ich angewöhnt, immer eine Etage nacheinander zu machen und nicht immer alles auf einmal. Aber ich bin halt immer so, wenn ich irgendwas sehe, jetzt zum Beispiel Lias Zimmer ist auch total unaufgeräumt, würde ich jetzt auch am liebsten direkt anfangen. Kennt ihr das vielleicht? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Oh, ganz schön dunkel hier, ne? Ich kann euch schon wieder was erzählen, ne? Das ist das Problem, wenn man lange nicht gevloggt hat, dann habe ich halt unglaublich viel zu erzählen. Wir fliegen ja einfach in 2 Wochen in Urlaub, Leute. Wisst ihr das schon? Crazy, ne? Wir fliegen in 2 Wochen einfach in den Urlaub. Wir fliegen nach Gran Canaria und es erwarten euch auf jeden Fall sehr, sehr viele Vlogs. Auf jeden Fall, das wird richtig krass. Genau, also ich habe mega viel vor zu vloggen und wir sind jetzt so in den letzten Vorbereitungszügen eben für diesen Urlaub. Ich habe gestern noch 2 Sachen bestellt dafür, die wir unbedingt noch brauchen und die zeige ich euch natürlich auch, wenn die da sind. Genau. Oh Gott. Ah, wir freuen uns riesig. Das ist das erste Mal, dass ich fliege. Das erste Mal, dass die Kinder fliegen und das erste Mal, dass ich außerhalb von Deutschland wegfahre. Ich war bis jetzt nur in Dänemark, London und Frankreich. Also England war ich. Genau. Na super, jetzt wollte ich gerade anfangen und dann höre ich schon June, wie sie runterkommt. Naja, ich hoffe mal, dass ich kurz das Video drehen kann. Dann wäre ich schon echt happy. So, Influencer Mom Life.
hatte eben 5 Minuten Ruhe und ich dachte, boah, perfekt. Ich lasse mein Frühstück so stehen und drehe kurz das Q&A-Video. Ja, Ende vom Lied. Mein Frühstück ist steinhart. Und die Hunde kam direkt nach 2 Minuten runter und wollte was von mir. Naja. Video haben wir trotzdem fertig und jetzt kann ich endlich frühstücken, ne? So, ich habe gefrühstückt. Und ich habe jetzt schon Zettel und Stift bereitgelegt, denn wir fliegen ja in Urlaub. Und ich wollte jetzt noch ganz fix die Packliste endgültig schreiben. Also ich habe mir schon vor ein paar Wochen eine Packliste geschrieben für, ja, was wir halt noch so besorgen müssen und so grob was rein soll. Wir haben uns super viele YouTube-Videos angeschaut dazu. Und jetzt würde ich gerne eine finale Packliste schreiben für Handgepäck und sowas. Wirklich auch mit Anzahl der Dinge und sowas. Und genau, deswegen habe ich jetzt hier mit June zusammen Textmarker, Papier, Kugelschreiber, Handy, um ein bisschen was zu gucken, weil da ist meine Liste drauf. Und so ein Klemmbrett, da kann ich jetzt schön drauf schreiben. Genau, ich möchte jetzt richtig ordentlich machen mit Textmarker und sowas. Jetzt muss ich jetzt aber hier den Tisch erwischen, weil der ist super schmierig. Und das machen wir jetzt zuerst, weil sonst kann ich hier nicht in Ruhe. Kann ich hier nicht in Ruhe arbeiten. Ne? Genau, das machen wir jetzt und danach putzen wir das Badezimmer und oben die Etage. Und dann müsste ich eigentlich auch nochmal einkaufen. Aber ich hoffe, das kann ich auf morgen verschieben. Mal ein paar Getränke haben wir noch. Das ist nämlich das größte Problem. Wir haben fast keine Getränke mehr. Aber es sollte auf jeden Fall noch für heute und morgen früh reichen. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich das auf morgen verschieben kann, dass ich heute noch ein bisschen was abarbeiten kann. Beziehungsweise habe ich ganz viele neue Tonis bestellt. Gebrauchte Tonis gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Und genau, da wollte ich dann ein paar den Kindern dann im Flugzeug geben, die sie halt noch nicht kennen. Und dass es halt was Neues ist. Die Kinder haben Kopfhörer für die Tonibox. Also genau, können über die Kopfhörer hören. Was ich noch schauen wollte, ist irgendwie so ein Verbindungsstück, dass man an eine Tonibox 2 Kopfhörer ranmachen muss. Da schaue ich jetzt gerade mal. Das schreibe ich mir am besten mal auf eine Liste, was wir noch brauchen. Also ganz wichtig, was wir noch brauchen, ist halt diesen Stecker. Stecker zweimal. Kann ich mir schreiben. Klemmantoni Box. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Sonnencreme, muss ich mal schauen. Da haben wir aber auch nicht mehr so viele tatsächlich. Also nicht mehr so viel. Und was wollte ich jetzt noch aufschreiben? Genau, Badeschuhe für Lia. So, weiter geht's. Wir fangen an mit. Welche Farbe möchtest du, mein Schatz? Ein richtiges Kunstwerk, das hier nebenbei. Was ich auch noch holen wollte, genau, Aldi hat jetzt Stickerbücher diese Woche. Stickerbücher. Oh, June, warte mal kurz bitte. Ich muss hier nur einmal Stickerbücher Aldi. Und was ich auch noch cool fand, ist so. Ja, ich überlege gerade, ob das Sinn macht, aber ich glaube ja. Nein, June, das Dino-Spiel. Mein Neffe hat gestern ein richtig cooles Dino-Spiel bekommen zum Geburtstag. Und das fand ich so cool für die Kleinen, weil die haben sich damit Ewigkeiten beschäftigt gestern. Und ich glaube, das könnte ganz gut passen. Deswegen habe ich das jetzt auch nochmal aufgeschrieben. Genau, weil wir brauchen halt relativ viel Beschäftigungsmöglichkeit. Dass die Kleinen halt auch wirklich beschäftigt sind. Die ruiniert gerade meine komplette Liste. Hauptsache ist diese hier in Ruhe. So, genau. Handgepäck schreibe ich jetzt auf. Genau, so. Das mache ich jetzt aber fertig. Und ihr seht dann, wenn ich den Koffer packe, was wir im Endeffekt alles mitnehmen. So, meine Lieben, Mittagessen-Time. Ein Kartoffelpüree mit Möhren. Lia möchte auch einmal ihr Essen zeigen. Ist ihr Essen? Das Trinken. Das Trinken auch, genau. Genau, ich habe aber tatsächlich auch nicht mehr so viel Zeit. In einer Stunde muss ich schon los. Genau.
Und ich habe jetzt gerade ganz, ganz viel Zeit noch genutzt und gearbeitet. Ein paar Videos gemacht und sowas. Ein paar Reels für Instagram. Genau, jetzt essen wir aber erstmal Mittag. Und dann geht's gleich los. So, meine Lieben, wir haben gegessen. Ich packe jetzt kurz die Sachen für die Mädels zusammen. Das heißt, ich werde hier am Wickeltisch alles bereitlegen, damit meine Schwester nachher die Kleine noch wickeln muss und dann ins Bett bringen kann. Genau. Dass sie sich nicht irgendwie Sachen raussuchen muss oder so, sonst alles bereit ist. Zack. Mehr braucht sie eigentlich auch nicht. Das, ich könnte noch einen Schlafanzug rauslegen, habe hier noch einen liegen. Nein. So, einmal ein Schlafanzug holen für die Maus. So, einmal hier einen Schlafanzug. So, ich habe mich jetzt gerade mal fertig gemacht, denn es ist ja gleich Date Night. Ich muss gleich los zu meinem Schatzi und wir fahren aufs Konzert. Ich habe mir jetzt gerade so ein bisschen mal geschminkt. Und werde jetzt schnell meine Schwester einweisen und alles zeigen, wo alles steht für heute Nacht. Weil sie ja die Kinder nimmt. Ich habe hier ein bisschen viel Mascara auf der einen Seite. Genau. Aber sonst kann ich gleich los. Ich freue mich riesig. So, meine Lieben, ihr seht, ich fahre nicht. Das heißt, ich habe Felix eingesammelt. Beziehungsweise, ja, wir fahren mit seinem Auto. Ich bin zu seiner Arbeit gefahren. Wir fahren mit seinem Auto. Genau, und wir sind jetzt auch schon in Hamburg angekommen. Man kann es hier unschwer erkennen. Es ist super viel los hier. Was denn? Wieso steht man so? Achso, ja. Hamburg. Warum bleibt denn? Ja, aber er hätte doch auf dem Fahrradstreifen stehen bleiben können und nicht auf dem Fußgängerweg. Auf dem Auto. Auf der Straße. So. Die nächste rechts abbiegen. So, genau. Wir sind jetzt auch gleich da. Geht jetzt zu Joel Brandenstein. Ich habe hier die Karten. Und bin sehr gespannt. Ich habe gerade auf dem Hinweg schon ganz viel Musik gehört, damit ich so ein bisschen in Stimmung komme. Ist das hier links? Nee, das ist... Achso, nee, das ist zu weit. Ja, also, ich bin gespannt. Eventuell kann ich das ein oder andere für euch filmen, aber mal schauen. Manchmal übersteuert das ja meistens immer mit dem Ton. Genau, aber sonst wünscht uns viel Spaß. Los geht's. Wir haben ein bisschen, also ich habe ein bisschen Bauchschmerzen wegen den Kindern, aber das wird schon. Ich glaube, ich vertraue da auf meine Schwester. So, meine Lieben, ich wollte mich nochmal melden und euch berichten von dem Abend. Es war wirklich wunderschön. Es hat super geklappt mit den Kindern. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, macht es auch. Nehmt euren Partner, nehmt euch Zeit für euch. Es ist wirklich, es ist krass, weil vor allem auch, man spürt die Liebe nochmal anders. Also es ist wirklich ein wunderschönes Gefühl gewesen und wir werden das auf jeden Fall auch öfter machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dass eure Kinder betreut werden könnt, dann macht es auf jeden Fall. Ja, ich werde euch auf jeden Fall weiterhin mitnehmen. Wie gesagt, es kommen jetzt ganz, ganz viele Vlogs zum Urlaub. Wir sind echt mega gespannt, aufgeregt. Genau. Und ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Mal wieder ein bisschen länger, aber schreibt es mir auf jeden Fall gerne rein, wie euch das so gefällt. Ihr könnt auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Da heiße ich Maggie_YouTube. Genau. Da gibt es auch jeden Tag ganz, ganz viel zu sehen von uns. So, und dann tschüssi. Einen schönen Tag wünsche ich euch.